Sonntagmorgen in Münsterlingen, auf der Schweizer Seite des Bodensees. Seepolizist Bruno Schnieder kommt als Taucher zum Einsatz in einen mysteriösen Fall. Anwohner haben das herrenlose Motorrad bei Tagesanbruch entdeckt. Darum herum finden sich am Seegrund verschiedene Gegenstände. Die Maschine ist nicht als gestohlen gemeldet. Es geht nicht schräg, sonst schaust du sie wieder um. Gut. Wie das Motorrad hierher gekommen ist? Rätselhaft. Fest steht, wenn Benzin und Motoröl auslaufen, haben hier alle ein Problem. Das Kontrollschild ist zwar dran, den Halter hat man, aber den hat man noch nicht erreicht. Das Kuriose ist noch, dass letzte Nacht ein Einbruch war in der Region und man den Töff mit dem Kontrollschild beobachtet hat, wie der geflüchtet ist. Also da ist ganz klar ein Delikt dahinter. Tatort Bodensee. Tage später stellt sich heraus, das Motorrad wurde gestohlen und danach mit anderem Diebesgut im See entsorgt. Millionen Menschen tummeln sich hier jeden Sommer. Es sind die heißesten Tage am Bodensee. Alles dreht sich jetzt ums Wasser. Das Urlaubsparadies Bodensee kennt keine Ländergrenzen. Völkerrechtlich ist der See Niemandsland. Oder anders gesagt, er gehört allen. Die Polizeikräfte aus Österreich, der Schweiz und aus Deutschland arbeiten deshalb eng zusammen. Und heute beobachten alle Wasserschutzpolizisten rund um den See besorgt das Wetter. Auch die Beamten auf der deutschen Seite in Friedrichshafen. Im Moment siehst du halt, dass sich da quasi eine Wolkenfront befindet, aber solange die noch so flach ist oben und nicht richtig nach oben schießt, geht's ja noch. Also es ist jetzt so die Vorstufe. Markus Precht arbeitet seit 5 Jahren bei der Wasserschutzpolizei. In dieser Zeit ist er zum Spezialisten für das Wetter am Bodensee geworden. Guck, jetzt sieht man's. Geht ein bisschen hoch, die Wolke. Was sagt denn das Radar? Na, ist noch ein Stück weiter weg. So, Richtung Pfänder, da entwickelt sich's jetzt nämlich von hier aus gesehen. Auf dem Untersee ist bereits eine Starkwindwarnung eingegangen. Die Thurgauer Seepolizei rückt aus ins Surfermekka vor Berlingen. Der Wind zieht die Wassersportler magisch an. Ist noch nicht Sturm, also ist noch. Vielleicht kommt noch mehr, dann, aber das kommt schön längs vom See. Das heisst, das Gewell baut sich immer mehr auf. Da, wo wir jetzt sind, wird noch der Anfang sein. Es wird immer noch etwas stärker kommen. Erst seit diesem Jahr ist der See vor Berlingen für Kitesurfer freigegeben. Ihnen gilt die Aufmerksamkeit der Seepolizisten. Denn noch ist die Situation neu für alle. Oh, ja, Marcel Kuhn ist selbst begeisterter Kitesurfer. Ihr könnt bei 5-6 Knoten Wink fahren. Aber du bist natürlich die ganze Zeit am Ausbalancieren.
Am liebsten wäre er jetzt auch draußen auf seinem Brett. Ja, es reißt mich natürlich schon zum Gehen, aber jetzt bin ich am Arbeiten. Das ist ein kleiner Nachteil von unserem Job, dass wir nicht so flexibel sind mit den Arbeitseinteilungen. Jetzt hat es mich verwünscht, andere müssen arbeiten, wenn sie etwas gerne machen würden. Im Büro hocke ich, darf wenigstens auf dem See raus sein und zuschauen. Sieht friedlich aus. Ja, ja. Gut. Ja. Ja, die haben durchgehentert, hocken auf dem beim Kiel zu und sind am Diskutieren. Die Jule ist einfach streng mit dem Ding. Über dem österreichischen Ufer ist es vorzeitig dunkel geworden. Auch hier ist die Wasserschutzpolizei auf der Hut. Der heraufziehende Sturm beunruhigt alle. Auch die deutschen Kollegen. Wir sind jetzt auf Sturmwarnfahrt, also wir fahren jetzt unseren Bereich ab und schauen noch, ob irgendwo Boote unterwegs sind, wo eventuell unsere Hilfe benötigen, beziehungsweise wo wir aufgrund der Verhaltensweise der Mannschaft vielleicht erkennen können, okay, der ist vielleicht mit der Situation überfordert, dann bleiben wir eher im Nahebereich von diesem Boot. Das ist halt auch ein Problem, oder? Wenn man natürlich gerade zu dem Zeitpunkt ein technisches Problem hat, dass der Motor nicht anspringt, das ist halt nicht gerade das Gelbe vom Ei. Der Bootsbesitzer hat bereits Hilfe gefunden. Im Schlepptau des Seglers. Kein Einsatz für die Wasserschutzpolizei. Aber der Tag wird noch Überraschungen bereithalten. Gefahr im Verzug. Jetzt ist Markus Precht gefragt. Servus. Deins, oder? Ja. Wir haben einen Motorschaden gehabt. Ja, der ist dann vollgelaufen. Jochen, ich bin's. Also die Mastercraft, die ist komplett abgesoffen. Jetzt die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, die haben einen Anker dabei. Die schieben das ein paar Meter raus und wir legen es vor Anker. Und wenn es hält, hält's. Und wenn nicht, dann haben sie halt nicht. Und dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Dann schneid sie durch. Jemand von euch ein Messer mit? Das ist ja komplett abgesoffen. Ja, das ist hinten voll gelaufen. Ja, schon, aber schau mal, ich stehe da drauf und das Ding, das liegt auf Grund. Auch auf der österreichischen Seite ist es mit der Ruhe vorbei. Ein Hobbyfischer wird vermisst. Ich stehe draußen mit dem Schlauchboot. Hört der Motor dran, oder? Ihr seht sie nicht mehr. Ja, wir fahren einmal. Moment einmal. Fahren Richtung Bregenz Sporthafen. Richtig rausgetrieben, wir schlafen, weil wir Südwind haben. Wie ist der Name für Ihr Name bitte? Aha, ja. Also ein Kilometer nördlich Sporthafen. Ja, Richtung Deutschland wird er treiben. Hat ein Motor drauf auf dem Schlauchboot? Alles klar. Bleiben Sie jetzt vor Ort, ich schicke Ihnen einen Streifen hin. Ja, Raimund, gib Gas, Sporthafen. Freunde des Vermissten haben Alarm geschlagen, können aber nur vage Angaben machen.
Andreas Haupt informiert die Einsatzzentrale und ruft weitere Rettungskräfte zu Hilfe. Ja, wir sind jetzt auf dem See, Bereich Haderbucht, Fahrt Richtung Bregenz. Wir schauen nach dieser Person. Ist mit Schlauchboot unterwegs. Rein von Boot Harenz. Verständigen Sie RFL, Seenotfall, Bregenzer Bucht. Person angeblich auf Schlauchboot, treibt Richtung Deutschland ab. Bei Andreas Haupt meldet sich ein Segler, der das Gummiboot gesichtet hat. Ah, okay, gehen wir schnell bitte. Hallo, Sie haben da den Havaristen, das Schlauchboot, ist das richtig? Ein gelbes Segel, wo ungefähr sind Sie? In der Sehen Sie uns nicht, wenn Sie Richtung Rheindarm schauen? Fahr mal Richtung. Fahr mal um. Richtung Loch auffahren. Sind wir jetzt genau quer ab von Ihnen? Okay, Ume, da rein, Ume. Ja, ich glaube jetzt, wir drehen ab, sehen Sie das? Hier, Seepolizei im Moment, warten. Da rechts, da bitte rechts, da der Segler. Sehen Sie das? Wo sind Sie jetzt? Er fährt dem nach, ja, Moment. In der Nähe dieses Segelbootes muss der Vermisste sein. Ja, oft haben wir jetzt da irgendeinen Segler, hat einen Sichtkontakt zu dem Havaristen, zu dem Schlauchboot. Wir sind jetzt gerade am Suchen. Irgendwo in der Bregenzer Bucht muss das sein. Gelbes Segelboot und der, bei dem sei der Havarist. Weit und breit kein Schlauchboot. In Langenargen versucht Markus Brecht noch immer das havarierte Boot zu bergen. Jochen, wie weit kommen wir hier rein mit der 21? Also nur 15 Meter noch zu uns und dann ist Schluss, oder? Ja, dann können wir es auch mit der Schleppleine nicht machen. Das Problem ist, dass wenn wir jetzt hier richtig Wellen kriegen und richtig Sturm, dann droht da zumindest mal eine Gewässerverunreinigung durch die Betriebsstoffe, die in dem Boot sind. Und natürlich der Totalschaden von dem Boot. Was sie jetzt versuchen, ist, den Anker zu setzen, ein paar Meter draußen, dass halt vielleicht das Boot nicht an die Mauer knallt dann. Aber letztendlich muss das Boot an Land, egal wie. Die Sturmfront kommt. Währenddessen, die österreichischen Kollegen haben das vermisste Schlauchboot noch immer nicht gesichtet. Endlich entdeckt Josef Jussel in der Ferne ein kleines Boot. V9 und V20. V9. Wir haben den Havaristen entdeckt. Wir fahren jetzt gerade auf ihn zu. Hand nehmen, ebenfalls Richtung oben. Ja, wir bergen ihn ab und bringen ihn Richtung Sporthafen. Rechter Wink. Noch immer in der Nähe, die Segler, die bei der Suche geholfen haben. Danke. Psoffen, oder was? Leine, Achtung, Leine. Fangen! Halten Sie sich fest! Halten Sie die Leine fest! Festhalten! Ja! Festhalten! 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 Maschine, stopp! Kommen Sie rüber! Können Sie aufsteigen? Kommen Sie rüber! Pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Ja. Ja, ich kann Zapfen. Danke. Bitte. Ja. Jetzt bleiben Sie mal ruhig liegen. Nimm du mal Schlauch. Ja, aber er liegt mal da drauf. Muss. Okay, bleiben Sie mal ruhig liegen, gell? Ja. Ruhig liegen. Kannst du Schlauchboot irgendwie sichern oder abwenden müssen? Ich schon, dass ich Schlauchboot raufbringe, weißt du? Ein Kraftakt, ihn an Bord zu hieven. Bleiben Sie ruhig liegen jetzt. Ja. Bis der Kollege kommt. Gell? Und schon bahnt sich das nächste Unheil an. Dankeschön. Danke, gell? Ja. Jetzt warten wir, bis der Kollege kommt. Und dann stehen wir gemeinsam alle miteinander auf. Gell? Du musst jetzt ja schon das Deck tun. Raimund, gang wieder ans Steuer. Wir müssen schauen, dass wir wegkommen da. Der trifft genau das Kilo. Das Erst wollten sie helfen, jetzt sind sie selbst in der Bredouille.
Der Wind drückt ihr Segel unter das Polizeiboot. Das ist ein blöd. Am besten, ihr fahrt nachher, schon, dass ihr wegkommt. Da hinten drehen. Da eine Scheibe. Halt die oben fest. Gut. Jetzt ja, das ist blöd. Jetzt wir kriegen gleich ein Boot. Guck dir mit dem Bugschnaller weg, Raimund. Voll weg. So. Okay. Da stehen wir. Da hinsetzen. Setz dich da hin. Okay. Und hier bleiben, gell? Ja, was, ihr seid leichter, was eh? Ja, wir dürfen nicht fahren. Was eh, wenn das Ding gegen so einen Propeller drinnen hast? Raimund, rückwärts! 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 Jetzt geht's! Rückwärts! Rückwärts! Die Segler sind befreit. Gut. Und die Polizei hat Zeit, sich um den geborgenen Schiffbrüchigen zu kümmern. So, jetzt brauchen wir Platz. Einmal bleiben noch einen Moment sitzen, gell? Ich bring dir gleich eine Decke. Erst jetzt zeigt sich, dass das Segelboot beschädigt wurde. Die Kollegen von der Wasserrettung bringen die Segler zurück zum Hafen. Nun fragen sich alle, was ist mit diesem Mann? In Langenargen macht die Bergung Fortschritte. Markus Precht ist dennoch besorgt. Wir müssen Stopp sagen, gell? Ich sehe nichts mehr. Gut! 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 Ich bin's da. Wir haben Austritt von wahrscheinlich Benzin oder Schmieröl. Keine Ahnung, irgendwas schimmert schon. Jetzt muss die Feuerwehr übernehmen. So, würden Sie bitte alle den Uferbereich hier verlassen, da kommt ein Kran. Dankeschön. Bitte alle in diese oder in diese Richtung. Das Boot liegt einigermaßen geschützt an der Mauer. Zum Glück. Weiter vorne wäre es längst zerschellt. Wie schaut's denn aus? Kann ich abziehen oder brauchst du mich noch? Wir machen jetzt das Boot raus. Ja. Wir lupfen es an. Genau. Lupfen es vorne zu aus. Ja. Und dann sehen wir. Erledigt. Okay. Ja, aber die Feuerwehr ist schon da. Ciao. Job erledigt. Gerade noch rechtzeitig. Der Sturm bricht los. Auf dem österreichischen Boot will Andreas Horb jetzt wissen, wen sie da wohl gerettet haben. Hast du einen Ausweis im Rucksack? Nein. Nicht da? In mein Auto. Entschuldigung. Ja. Wie heißt du? Andreas. Und wo bist du geboren? Aktau. In Aktau, wie schreibt man das? A-K-T-A-U. Aktau. Aktu. Ja, so. Und was machst du da im Regen zwischen? Zwischen, ja. Warum kommst du auf die dumme Idee mit dem Schlauchboot da rausfahren? Angetrunken auch noch? Ja, ich habe eine Sache verloren, weißt. Ich wollte zurück. Ja. Aber ich habe Scheine verloren und mit einer geht nicht. Ja. Was hast du eigentlich schon getrunken heute? Ja, ein bisschen, ja. Ja, was? Vier. Ja, wie viel? Zwei, drei. Ja, das ist zwei, drei, glaube ich nicht. Und ein paar Schnaps dazwischen auch noch. Nein, zwei, drei, so. Mehr nicht, ne. Kleiner Moment. Ja, das ist Horb, Seepolizei Haardt. Grüß dich, Kollege. Du, wir haben jetzt gerade einen Seenotfall gehabt. Und zwar dürfte es eine Person sein, die bei euch wohnhaft ist.
Jetzt hat er keinen Ausweis, nichts dabei. Ein bisschen angetrunken da. Das ist so eine Art Wolgafischer, vermute ich mal. Aber der soll bei euch warnen. Jetzt ist die Frage, hast du irgendwie Zugriff auf ein Melderegister? Mit einer Mail, ja. Vorname Andreas. Schreibweise wahrscheinlich Kasachstan, das kann alles Mögliche sein. Der ist relativ alkoholisiert. Aber vielleicht kannst du irgendwie mit Jokersuche was machen. Geboren ist in Aktua oder so ähnlich. Ja, passt, danke. Ciao. Ich ruf gleich zurück. Brutal. Sehr locker sein. An Land wartet bereits ein Kollege, der sich jetzt um den gestrandeten Fischer kümmern wird. Nett. Jetzt müssen wir noch warten, bis ich die Rückbestätigung kriege. Weißt du, aber ob die Daten stimmen. Aber Schlauchboot könnte man jetzt vielleicht. Ja, weil noch nicht abhauen. Ja, warte. Du musst noch warten hier. Ist ein Bild. Das sind Wolgafische, oder? Ähnlich, ja. Immer, wir sollen immer so viel trinken. Nein. Ja, ihr seid. So viel, aber. Ja, aber die Wolgafische sind bekannt, dass sie immer viel trinken da beim Fischen. Besser fischen und wenn ein großer Fisch, dann trinken. Nicht fischen und trinken. Ja. Ja, zuerst fischen, großer Fisch, super, und dann trinken. Ist viel besser. Okay. Ja, weil so bringt das Fischen überhaupt nichts. Ja. Besser nur Bier, kein Schnaps beim Fischen. Gell? Nein. Nur Fisch essen, nichts trinken. Okay. Und nicht mehr mit Schlauchboot ins Wasser, gell? Ja, keine. Wo ist mein Boot? Da neben dem Gebäude, gell? Freunde von ihm sind informiert und werden ihn gleich abholen. Leck mich am Arsch. Dem schaukeln sie jetzt. Schlagseite, aber wenigstens wieder sicher an Land. Zeig mal mehr aus. Für die Besatzung des deutschen Polizeibootes ist noch kein Feierabend in Sicht. Ein Seenotfall vor Meersburg. Zwei Schlauchboote mit Personen besetzt, die wohl gekentert sind. Also haben wir zwei Personen, oder? Wir haben in der Höhe, wir fahren Richtung Ufer. Die Anzeigenerstatterin sprach von zwei Booten, eines mit und eines ohne Motor, das eine unmittelbar vor Meersburg und das andere 10 Meter Richtung Konstanz. So funktioniert der Viadukt. Den Segler hast du auf dem Schirm da rechts, Steuerbord voraus, oder? Den Segelboot, Steuerbord voraus. Hast du auf dem Schirm, oder? Da siehst du die Topbeleuchtung. Die Sicht im Sturmtreiben praktisch null. Ich glaube, das ist eine Boje. Ein weiteres Polizeiteam meldet, dass ihre Suche erfolglos geblieben ist. Heute wurde der Bereich abgefahren. Von Unschuldigen bis Meersburg keine Personen oder Schlauchboote festgestellt. Es stellt sich heraus, ein Fährschiff hat eine der vermissten Personen aufgenommen. Die anderen scheinen es allein an Land geschafft zu haben. Bitte lassen Sie alle eingesetzten Gäste aus dem Einsatz Spätbus. Endlich durchatmen und ein bisschen Zeit für Privates. Hallo Spatze. Du, ich bin immer noch auf dem See, irgendwo vor Meersburg, aber mir wird es spät. Also ich denke mal nicht, dass ich vor 12 daheim bin. Okay. Tschüss. Mach ich. Tschüss. Erst tief in der Nacht wird Markus Precht heimkommen zu seiner Familie. Kilometer Uferlänge, 532 Quadratkilometer Fläche, 60.000 Boote. Das ist das Einsatzgebiet der Bodenseepolizei. Es ist ein schöner Sonntagnachmittag mit viel Verkehr auf dem Seerhein zwischen Ober- und Untersee. Der ideale Zeitpunkt,
für Polizeikontrollen. Das sind Geschwindigkeitskontrollen. Das ist keine Beobachtung in dem Sinn. Was Geschwindigkeitskontrolle von wem, von dem Schiff? Genau, gleich wie auf der Straße. Ja, ja, mit, Sie mit dem Fahrrad. Darf ich jetzt schnell fahren oder wie? Nein. Das ist auch ein Verkehr wie auf der Straße. Aber, da gibt es auch 10 Stundenkilometer. Also so, was man am Auto so 10 Stundenkilometer. Genau. Bei uns sind wir welche schneller fahren, oder? Wie? Gibt es da die Fahrer, welche ja. Fahrer schneller? Sonst müssten wir nicht messen, ja, immer mal wieder. Ja. Noch nie gehört. Nein, das wäre auch verstehen Sie Spaß. Oder? Nein, ist nicht ganz so. Ja. Ja, aber die Linie ist dann nachgeschickt, oder? Oder werden die auch rauskommen? Nein, ich habe einen Kollegen, der mit dem Schiff unterwegs auf dem Wasser ist. Ja. Der hält die an und macht Vorhalt. Und dann haben sie die Möglichkeit, gleich zu bezahlen oder mit Einzahlungsschein, mit Bedenkfrist. Sehen darf er fahren, und wenn er jetzt 11 fährt, muss er schon zahlen? Nein, er hat noch eine Toleranz von 3 Stundenkilometer. Ab 13. Ab 13. Ja. Also 13 ab 14, ja. Was muss er dann zahlen mit 14? 1 bis 5, 30, 6 bis 10, 60, 11 bis 15, 150. Bei euch ist es günstiger, das wissen wir. Aber ich muss jetzt mal verbinden, ich habe erst aufgebaut. Kleiner Moment. Urs Eberli für Christoph, Antwort. Wenn er gerade abgeschaut hat, hat so ein weißes Schiff, ein Motorschiff, ist jetzt gerade bei mir vorbei. Da hätte ich gemessen. Ja, da. Urs Eberli, Dienstchef der Thurgauer Seepolizei, übernimmt. Grüezi, den Herrn. Ups, oh. Oh, Vorsicht. Ja. Also, wir machen Kontrolle. Die sind mit 14 statt der erlaubten 10. Aber die Strömung unterschätzt. Da gibt es 3 Toleranz. Und da bleibt noch eine Überschreitung. Wahnsinn. Das würde dann 30 Euro kosten. Oder 30 Franken. Dann mache ich Franken. Wenn ja. Ich wählen darf. Ja, gut. 30 Franken in dem Fall. Können Sie es gerade zahlen? Na ja. Gut. Okay. Gehen wir nur noch am Drehzahlmesser. Wir haben, glaube ich, mehr Strömung. Ja, im Moment hat es relativ viel Strömung. Ja. Eine Landesgrenze gibt es auf dem sonst grenzenlosen See. Sie verläuft auf dem Seerhein in der Mitte des Flusses. Hier ist das gemeinsame Einsatzgebiet der Thurgauer Seepolizei und der deutschen Wasserschutzpolizei. Insgesamt gibt es rund 100 Polizisten, die auf dem Bodensee Dienst tun. Überlingen. Die Wasserschutzpolizei auf Kontrollfahrt. Tanja Schöllhorn arbeitet seit 3 Jahren auf dem See. Noch hat sie die Schifffahrtsprüfung für das Polizeiboot nicht absolviert. Deshalb nutzt sie jede Gelegenheit, selbst am Steuer zu sitzen. Hinterherfahren, oder? Seit 15 Jahren ist sie Polizistin mit der entsprechenden Erfahrung im Streifendienst. Dieses Boot fällt ihr auf. Stellt ihr mal das Boot in Wind, bitte. Und dann einfach so halten, wir legen dann mal bei euch an. So, wer ist denn der Bootsführer von euch? Das bin ich. Sind Sie das? Haben Sie irgendwas dabei? Nee, Unterlagen habe ich nicht dabei. Gar nichts? Nee. Okay. Wie sieht's denn aus mit Rettungswesten? Haben wir dabei. Wollen wir die mal sehen? Ja. Mal vorne mit dem Bootsdecke wahrscheinlich aus. Alles. Das sind alle? Ja, dann haben wir waren nur 2 dabei. Ja, ein bisschen schlecht. Wie viel müssen Sie denn mitführen? 4. Ja, so viel wie Personen an Bord sind. Ja. Wie sieht's denn aus da? Ein bisschen Bier getrunken, spricht da nichts dagegen?
Ja. Sie kennen die Promillegrenze für den verantwortlichen Bootsführer? Ja, also ich habe nur eins getrunken. Okay. Wie ist denn die Promillegrenze, wissen Sie es? Nee, weiß ich nicht, aber 10,8. Ja. Wir würden kurz einen Alkotest machen, wenn Sie mit einverstanden sind. Oder am Bord kommen. Ja. Wollen Sie schnell an Bord kommen? Kann ich machen, ja. Aufpassen beim Übersteigen. Gerät misst die Milligramm pro Liter. Ja. Um das in Promille zu erhalten, muss man einfach das Ergebnis mal 2 nehmen. Ja. 0,22 Milligramm pro Liter sind 0,44 ja. Promille. Okay. Wenn Sie einen Unfall bauen auf dem See, ja. sind Sie ab 0,3 Promille dabei. Okay. Nur so zur Info. Okay. Ist zwar jetzt nicht verboten ja. mit diesem Wert, aber bei einem Unfall sind Sie ab 0,3 Promille dabei. War aber ein bisschen mehr wie ein Bier, oder? Nee, war genau eins. Eins? Ja. Okay, gerade eben erst getrunken? Ja. Kollege füllt gerade schnell noch. Ja, ist in Ordnung. Die Verwarnung dann aus. 50 Euro Buße für fehlende Papiere und Rettungswesten. Sehr schön, die Personalie habe ich. Sie können eine Angabe machen, müssen Sie nicht. Wird der Verstoß zugegeben? Beste, ja. Ja? Ja, okay. Und die Verwarnung nehmen Sie an, das sind 50 Euro. Ja. Kommt uns nichts mehr hinzu. Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich denke auch, man muss da auch recht spontan sein. Vielleicht auch mal einen Flachs machen, wenn es angebracht ist. Auch gerade mit den jungen Leuten vielleicht einfach auch ganz normal reden und nicht so die Uniform raushängen. Dann funktioniert das auch im Regelfall gut. Und ich denke, das macht auch einen guten Polizisten aus. Schattenseiten der Polizeiarbeit. An dieser Stelle in Überlingen ist am Vorabend ein 6-jähriger Junge gestorben. Sein Körper wurde leblos treibend gefunden. Noch ist nicht restlos geklärt, wie es zu diesem Drama kommen konnte. Tanja Schöllhorn und ihr Kollege haben den Auftrag, am Unfallort weiter zu ermitteln. Die Meldung war, dass beim Ruderclub in Überlingen ein 6-jähriges Kind reanimiert wird. Die näheren Umstände waren zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Also es war nicht klar, war es was Medizinisches oder war es irgendwas im Zusammenhang mit dem Wasser, also sprich ein Badeunfall. Da wurde dann von landseitig Revier verständigt, die dann hingefahren sind. Wir sind dann auch verständigt worden, weil wir ja fürs Wasser zuständig sind und sind dann auch mit einer Streife mit dem Wagen hingefahren. Um jetzt da noch so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, fahren wir jetzt auch seewärts an die Stelle hin und machen da auch so die eine oder andere Übersichtsaufnahme von der Lage, von der Gesamtlage. Ja, da geht es natürlich hauptsächlich darum, ob jetzt irgendwo vielleicht ein Fremdverschulden anderer Personen eine Ursache gewesen sein könnte. Wo war der dann bald hin zum Wasser? Rechts oder links? Am linken Eck von uns aus gesehen, am linken Eck, da wo jetzt diese Dame gerade so fast, ja. fast am Eck. Okay. Und von dort, sage ich mal, 10, 15 Meter seewärts dann. Okay. Ja, da war Wassertiefe von, ich sag mal, von 1 bis 2 Meter maximal. Und dann haben wir ja da diese Stahlvorrichtung, mhm. diese Gleitvorrichtung von dem Steg, wo er runterzog und aufgeschoben werden kann. Und ja. Und dort im Bereich, vielleicht ist er auch dort erst draufgestanden, möglicherweise. Und vielleicht dann doch im Tiefe gewesen. Ja. Ja, er ist halt auch bloß ja, 1,50. So wird er die Größe. Eigentlich relativ groß gewachsen für einen 6-Jährigen. Ja, wenn jemand um Hilfe ruft, klar, dann werden die Leute schon reagieren. Aber oftmals rufen die halt nicht mehr um Hilfe. Wobei genau das der springende Punkt ist, dass einfach sich vielleicht nicht äußern können, Hilfe zu rufen oder so. Und diese, ja, man stellt sich oft mal vor,
Es wird gestikuliert von einer Person, wo vielleicht gerade im Untergehen ist oder so. Aber wenn dann so eine Schrecksekunde für diesejenige Person vorhanden ist, dann reagiert er, dann kommt die Todesangst, dann kann er vielleicht nicht mehr reagieren. Und deshalb diese Geschichte, dass es dann halt wirklich erst Minuten später entdeckt wird, dass jemand dann einfach leblos hier treibt, bäuchlings oder rücklings, wie auch immer. Wenn ihr jetzt da zum Beispiel seht, da haben wir einen Schwimmer oder eine Schwimmerin. Ja, sehr gutes Beispiel. Hinten uns, genau. Bestimmt so an fast 300 Meter jetzt draußen. Wenn die einmal um Hilfe ruft, A, wird sie gehört von Land aus, B, sieht man sie überhaupt. Nein. Und bis man dann da draußen ist und ob die dann noch oder der an der Wasseroberfläche ist, ist die eine Frage. Und der Weg ist halt auch extrem weit, bis man draußen ist. Badeunfälle erleben die Wasserschutzpolizisten immer wieder. Routine wird das aber nie. Es ist natürlich immer schlimm und tragisch, wenn natürlich dann auch so ein kleines Kind betroffen ist. Okay, in der Situation, man muss das irgendwie den Eltern rüberbringen. Man funktioniert vielleicht in dem Moment auch nur. Ja, man muss halt irgendwo dann schon auch noch professionell bleiben. Dass das mit Sicherheit auch nah an einen rangeht und dass das vielleicht auch die Beteiligten, die da mit dabei sind, oder vielleicht auch die Eltern merken, dass uns das auch nicht völlig kalt lässt. Kann schon auch sein, aber ja, es muss halt jemand machen und das sind halt letztendlich wir. Wir haben da zwar Leute dabei vom Kriseninterventionsteam, die dann im Endeffekt sich auch um die Nachbetreuung kümmern, aber die eigentliche Todesnachricht überbringen, das ist halt unsere Aufgabe. Der 6-jährige tote Junge, er wird in diesem Sommer nicht das einzige Opfer des Bodensees bleiben. Insgesamt 15 Ertrunkene stellen einen traurigen Rekord auf. Menschliche Tragödien und tägliche Routine, beides liegt nah beieinander für die Polizisten rund um den See. Revierinspektor Manfred Höfle hat nahe dem österreichischen Ufer 3 Freizeitkapitäne im Visier. Es geht miteinander. Die bei der Schnur. Halten. Grüß dich. Grüß Gott. Wer ist der Schiffsführer? Oder? Wer ist der Chef vom Boot? Ja. Er. Einer muss der Chef sein. Habt ihr bitte einen Ausweis dabei? Ich kann euch das Problem erklären, der ganzen Geschichte. Gell? Es ist erlaubt, an einem Boot einen Motor anzubringen, aber das Boot muss zugelassen werden. Ihr braucht für dieses Schlauchboot eine Nummer, eine Zulassung, Papiere. Führerscheinfrei ist es schon, aber nicht zulassungsfrei. Ein Boot mit einem Antrieb benötigt eine Zulassung. Sie als Schiffsführer brauchen kein Schifferpapier. Nur wegen Motor? Nur wegen Motor, ja. Das habe ich nie gewusst. Also der Motor darf nicht verwendet werden. Jetzt brauche ich aber von jemandem einen Ausweis, die Papiere, irgendetwas, aber so ein Führerschein, ein Personalausweis, ein... Alles dort im Auto. Alles im Auto. In Auto. Nein, da ist nichts dabei. Ja, bitte. Wo haben Sie das Boot gekauft? Ich habe das bestellt von Internet. Internet bestellt? Und wenn Sie so ein Boot haben, brauchen Sie dann immer Schwimmwesten, eine Ausrüstung, Licht? Wir haben das Gas nicht gewusst, weil wir haben diese Hörerleitung nicht. Da müssen Sie raus, Boot aus dem Wasser nehmen. Sie bekommen eine Strafe. Ja. Ohne Motor darf ich fahren? Ohne Motor dürfen Sie das Boot so verwenden. Ja, das Rudern dürfen Sie. Man darf nur keinen fremden Antrieb dabei haben. Ja? Wir haben das nicht gewusst. Ja. Gut, in dem Fall. Trotzdem noch ein schöner Sonntag. Und. Die Boote, wie wir jetzt da gesehen haben, die Schlauchboote, die kann man halt ganz normal im Internet erwerben. Und wenn dann jemand das einfach kaufen und sich da nicht erkundigen bei der zuständigen Behörde rund um den See herum, dann sind die Leute halt oftmals nicht informiert. Nur ist es halt so, dass die Information, wenn die fehlt, das heißt nicht, dass sie wegen dem nicht gestraft werden müssen.
die Wasserschutzpolizei Konstanz unterwegs. Das Boot soll eine Segelregatta begleiten, als ein Notruf eingeht. Ja, also dann rufst du DLRG an und wir fahren rüber. Ciao. Schmugglerbucht, treiben zwei Kinder im Schlauchboot. 300 Meter vom Ufer weg. Ich fahre jetzt hier unter Sondersignal durch die ganze Segler durch. Da nehme ich jetzt ehrlich gesagt keine Rücksicht. Jetzt muss ich natürlich höllisch aufpassen, weil die sind natürlich nicht so schnell in der Reaktion wie ich. Und ich mache denen jetzt auch ein paar Regatta-Manöver kaputt durch meine Heckwelle. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Also mir ist die Regatta jetzt im ersten Moment egal, weil jetzt geht es um die Kinder. Tatsächlich, ein kleines Boot, führerlos. Zum Glück sind auch die Retter des DLRG schon da. Mit ihrem Schlauchboot können sie näher ran. Also hier sind wir im absoluten Flachwasserbereich. Ich kann hier mit dem großen Schiff nicht hinfahren. Wir haben einen Tiefgang von 1,40 Meter und wir haben jetzt hier unterm Kiel noch 1,20 Meter. Hi, grüß dich. So, jetzt ist. Waren jetzt denn die zwei Herren runter oder wie waren die? Die Meldung kam rein, dass zwei Kinder auf dem Schlauchboot unkontrolliert Seerein runterfahren. Jetzt brauchen wir nur die Namen. Wie heißt denn du? Ich, Micha. Micha. Geh mal von aus, es ist ein ganzer Name und heißt Michael. Wie heißt das? Noah, wieder Archie, oder was? Ja, Noah. Wo wohnt ihr? Wir sind hier nur zum Urlaub machen. Und eure Eltern sind jetzt im Hafen, oder was? Also die wartet unter. Wo sind die? Da hinten, die sind im Segelboothafen. Okay. Aber bei so einem Wind ist es gefährlich, mit so einem Schlauchboot draußen zu sein. Habt ihr gemerkt? Gell? Dann war er ein bisschen unkontrolliert. Nächstes Mal, wenn kein Wind ist, könnt ihr sowas machen, aber bei so einem Wind, der kommt ja von unten und ihr wollt nach unten, dann funktioniert das nicht. Ja? Also, jetzt zeigt ihr mal, wo eure Eltern sind und dann geben wir euch den wohlbehaltenen Händen. Also, die Kinder sind jetzt gerettet. Das DLRG bringt sie jetzt in Yachthafen zu ihren Eltern und überstellt sie dort. Also, wir haben sie jetzt vom See geschickt, weil sie doch zu klein dafür sind. Erledigt. Aber sie waren doch relativ vom Land weg. Also es ist besser, wenn sie diese Spielchen im Schwimmbad machen, unter Aufsicht wie hier am Bodensee. Es ist besser so. Der Bodensee. Seine Gefahren werden viel zu oft unterschätzt. In der nächsten Folge der Bodenseepolizei: Stress auf dem Hochrhein für die Thurgauer Seepolizei. Wir sind doch genau in der Fahrrinne inne. Die Gummibootfahrer leben gefährlich. Dramatische Suche nach einem vermissten Schwimmer. Internationaler Großeinsatz für die Bodenseepolizei. Und Festspiele in Bregenz. Ein Einsatz der besonderen Art. Ich finde das von der Seite mehr als ausreichend. Das ist eine Kulturbanause. Ist richtig. Aber ich schicke meine Frau zwei Fotos, dann hat sie auch was gesehen davon.